Mit Zukunftsthemen beschäftigt sich die Synode in diesem Frühjahr. Wie geht's weiter mit der Kirche in einer digitalen Welt? Oder setzt die Kirche in Zukunft komplett auf Ökostrom? Und was macht die Kirche für die Jüngsten in den Kindertagesstätten? Am Morgen sind die Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Frankfurt zusammengekommen. In der Heiliggeistkirche haben die Synodalen zunächst einen Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Die Synode im Frühjahr dauert 3 Tage. Um die Frage, ob die Kirche auch weiterhin rund 600 Kindertagesstätten betreiben kann, geht's am Freitag. Wo haben wir außer in Kitas und in Schulen die Idee von Volkskirche eigentlich noch am ehesten verwirklicht? Das heißt, wo haben wir viele Menschen, die eigentlich von unserer Arbeit wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen, von uns bildungsmäßig mitgeprägt werden können. In den vergangenen knapp 10 Jahren sind 14 Kitas in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau geschlossen worden. Zugleich hat die Kirche in die Qualität der Kitas investiert, die Angebote verändert und ausgebaut. Das hat aber viel Geld gekostet und nun muss die Synode fragen, wie kann die Kirche die Zahl der Kitas stabil halten und gleichzeitig die Qualität weiter fördern? Kitas werden in unserer Kirche sehr geschätzt. Sie sollen auch weiter geschätzt werden, weil Kitas wirklich eine große Chance bieten, Gemeindearbeit zu gestalten. Das ist die Kontaktmöglichkeit zu jungen Familien. Das ist die Möglichkeit, auch mit Kindern zu arbeiten. Und zwar nicht nur mit evangelischen Kindern, sondern über die Kitas eben wirklich auch Gesellschaft mitzugestalten. Wir werden sicher nicht Kitas schließen, wenn wir es nicht unbedingt tun müssen. Also dafür wäre ich jedenfalls nicht zu haben. Anderes großes Zukunftsthema ist die Digitalisierung. Sie verändert auch eine Institution wie die Kirche, die ja eigentlich für die Ewigkeit gedacht ist. Der Kirchenpräsident Volker Jung will in seinem Bericht die Synode wachrütteln, Aufmerksamkeit für Digitalisierung schaffen. Kirche soll sich intensiver mit digitalen Themen beschäftigen, denn sie werden die ganze Kirche verändern, die Kommunikation. Und schließlich will die Kirche ja auch in der Gesellschaft die Zukunft mitgestalten. Es gibt sicher hier und da die Erwartung, dass Kirche die absolute Gegenwelt darstellt. Und ich glaube, dass wir als Kirche auch an der einen oder anderen Stelle die digital freien Räume bieten können und müssen. Auf der anderen Seite, eine digitale Welt ohne Kirche kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Ich bin der festen Überzeugung, Gott wird immer Mittel und Wege finden, seine Kirche auch in der digitalen Welt zu gestalten. Beschlüsse zur Digitalisierung sind auf dieser Synode noch nicht zu erwarten. Dennoch steckt die Kirche mittendrin. Gemeindebüros müssen fit für die digitale Zukunft werden und auch die Öffentlichkeitsarbeit muss sich digitalisieren. Ich bin auch bei Facebook, aber ich stelle so gut wie nichts ein. Ich nehme das wahr und ich bin auch bei WhatsApp. Ich nehme das auch alles wahr und ich benutze diese Medien. Aber wenn man sich überlegt, als ich angefangen habe mit der Synode vor 26 Jahren, da hatte noch kaum einer einen Computer, keiner war Internet verbunden. Und wie wir heute doch eigentlich auf diese Dinge völlig angewiesen sind. Wir können uns ein Arbeiten ohne das gar nicht mehr vorstellen. Ohne diese kurzen Wege der Kommunikation, der elektronischen Kommunikation nutzen, in verantwortlichem Sinne muss man das. Ich glaube nicht, dass wir daran vorbeikommen, sonst überrollt es uns. Zukunftsthema ist auch die Frage, ob die Kirche bald komplett auf Ökostrom setzt. Viele Gemeinden vor Ort tun das schon, sie beziehen bereits Ökostrom. Doch die Synode soll entscheiden, ob das bald die ganze Kirche so macht, idealerweise von einem Anbieter, weil es dann für alle günstiger werden könnte. Ich unterstelle keiner Gemeinde, und keinem Synodal, der gegen dieses Gesetz ist, dass er gegen den Ökostrom ist. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich weiß, dass es in der Synode durchaus genügend Stimmen gibt, die mich sagen lassen, der Ausgang ist offen. Auch eine wichtige Wahl steht am Freitag auf der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau an. Die stellvertretende Leiterin der Kirchenverwaltung, Christine Noschka, verabschiedet sich bald in den Ruhestand. Die Synode wählt nun eine Nachfolgerin für das Dezernat 1 für kirchliche Dienste. Ich fand, Frau Noschka war eine sehr gute Dezernentin des Dezernat 1, immer ansprechbar, eine ausgezeichnete Theologin. Das war die richtige Frau am richtigen Platz.